Ich kann Kane nicht erschießen. Sie hat es nur gemacht, damit sie zeigt, was er für ein Monster sein kann, aber... Are you okay? He's alive. AJ, let me see him. Ja, das putzt munter. I thought we lost you, buddy. I won't let you out of my sights again. I thought that Jane might have killed him. I was thinking the same thing, Clem. That's why I was so fired up. She never wanted the baby around. She made that clear. Yeah, I guess, but I just... Why would she? She was nuts, Clem. A disturbed person that had her own agenda and was looking out for herself. Shh, shh, shh. It's all right, buddy. Hey, listen. I didn't want that to happen either. I thought she killed Alvy, Clem. And at any point, she could have stopped what was happening by saying he was fine. She wanted a fight. I'd never, ever hurt you. You understand? I was protecting you. You believe me, right? Just imagining what she did to Alvy. I believe you. Okay. Thanks. Let's put some miles between us in this place. Du, der Witz, was ist das denn für eine Scheißaktion von ihr? Mein Gut, sie hat uns jetzt gezeigt, was Kenny für ein Monster werden kann, aber... Ich kann Kenny verstehen. Ich meine, gut, es sind nicht alle Taten, was er macht, gut, aber... Er ist ein Freund für Clementine und... Das wird er immer bleiben. 9 Tage später, ja, was ist denn passiert? Should we stop and rest a little? Might not be able to get up if we do that. Come on. I'll race you to the top. Hey! Schön. Come on, Alvy. We got this. Das war ein bisschen unfair. Ja, das würde ich auch sagen, Clem. You cheated. Holy shit. We did it, Clem. That's gotta be it. How do you know? A giant wall out in the middle of nowhere? Come on, that's gotta be it. What are we waiting for? Come on. This one's gonna be the one. Look at those walls. We'll finally feel safe, Clem. Be able to sleep at night. What? That's far enough. Just stay still, Clem. Do as she says. Put your hands up, Clem. Drop your weapons. Approach the gate. Just a couple of people at the front gate. They don't look like trouble. Sounds good. Hi, I'm Edith. Name's Kenny. And this here's Clementine. Hello. Oh, what a handsome boy. Look at him. What's his name? Alvin. Junior. Is there someone named Krista in there? I don't think so, dear. So, this is Wellington, right? A lot of people call it that. Okay, so what do we do to get in? Well, I'm afraid this is the part where I give you the bad news.
hell's this? That's some supplies. Food, water, what? Some medicine, a first aid kit. Why are you giving us this? Unfortunately, our community isn't accepting new members. We're over capacity as it is, and there's just not enough to go around if we keep bringing people in. Things might change in a few months. You gotta be fucking kidding me. I'm sorry. I really am. So we're supposed to just take this and go? This is bullshit. I know, dear. But I don't make the rules. Do you know what we've been through? You have any idea what it took for us to get here? And now... now you're just gonna turn us away. Look, I don't mean to be harsh, but... a whole lot of other people went through a whole lot of stuff to get here, too, and... they all got here before you. And don't think you're the first people we've had to turn away. You're not. But that doesn't mean I'm not real, real sorry to have to do this. If it was up to me, I... just take the kids. What? Please, just take the kids. It's too dangerous out here for them. Kenny, it's just a little girl and a baby boy. You can make room for that. You can take back the supplies you gave us if that helps. Please, just... I need them to be safe. And it's safe in there. I know that. Just ask someone, please. They won't make it out here. Please. I'll ask. Just give me a second. You don't need to look at me like that. This is for the best. What the hell are you doing? Look at these walls. It's safe here. You two will be safe. That's what's important now. We can take the children, but... just the children. I made the case that... thank you. Thank you. Listen, okay? Listen. This is your chance. For you and this boy. I don't trust myself to keep you two safe. Not anymore. Please, I'm begging you. Please, stay here. Stay here, where it's safe. Where you two will have a chance. No, no, no! Why are you doing this? Because it's the only way. For both of you. But think about Alvy here. Please, Clem, just do as I'm asking. This one last time. You'll meet people. You'll make friends. No! We're leaving. All of us. Together. Clem, please. It's safe here. You need to Stop. Think about the... stop! Okay? We're not staying, so just stop. That's that. Sounds like she means business. Yeah. Yeah, it does. Come on. We're leaving. I'm only supposed to give out one per group, but... look. If you're in the area, check back in a few months. We might be accepting people then. Thank you for the help. And, sorry for the language. Well, it's a shitty situation. We're all doing the best we can. You all stay safe out there. Stubborn as a damn mule. Yeah? Wonder where I got that from. Ja. Es sind einfach die beiden. Sie gehören einfach zusammen. Eine Telltale Games Produktion. Okay, basiert auf der, ja, auf den Comments von Robert Kirkman, Tony Moore und Charlie Adlard. Oder so ähnlich. Okay.
So, Leute, das war's mit dem Let's Play. Ja, und wenn ihr jetzt denkt, ja geil, morgen kommt mir schon... Nee. Warum? Ich will das mal ganz kurz erwähnen, bevor ich jetzt hier anfange, ein Fazit zu dem Spiel zu geben. Warum? Weil erstens so... Ich muss ganz ehrlich sagen, so... Das Spiel ist cool, aber ich habe mich überzockt mit The Walking Dead. Ich will was Neues. Ich will nicht mehr dieses The Walking Dead aufnehmen. Das habe ich gespielt. War cool und ich werde New Frontier und Michonne auf jeden Fall machen. Noch vor Final Season. Dann, wenn Final Season halt schon draußen ist, mache ich halt Final Season etwas später. Also, ganz ehrlich, das Spiel ist immer noch nicht fertig. Ich finde es draußen. Das dauert sowieso meistens nur noch ein paar Monate, weil die immer in episodenweise rauskommen. Und deswegen werde ich das erstmal nicht weitermachen. Ich möchte mich an neuen Projekten wagen. Ich habe heute Watch Dogs fertig hochgeladen. Ich werde dann Far Cry 5 noch beenden. Und dann möchte ich mich an neue Projekte wagen. Dann wäre God of War 4 ja das einzig alte Let's Play. Und dann möchte ich mich auch an neue Projekte wagen. Ich habe da schon was im Auge. Schon Let's Play im Auge. Und vielleicht auch sozusagen mit jemand zusammen, aber auch alleine. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Das ist aber noch so, müssen wir gucken. Da kann noch was Geiles auf euch zukommen. Auf jeden Fall, dieses eine Let's Play ist schon eingeplant. Aber ich will jetzt erstmal ein bisschen... Es ist momentan alles ein bisschen zeitlich sowieso ein bisschen begrenzt. Deswegen, ja, tut's mir leid. Kein Mission, kein New Frontier momentan. Kommt aber. Ein bisschen später. Aber ganz ehrlich, ich habe auch so ein bisschen gemerkt, am Walking Dead Season 1 waren die Aufrufe im Tick besser. In Season 2 nicht mehr so. Es hat jetzt zwar keinen Grund, wieso ich das jetzt nicht mehr mache. Es hat keinen Grund, damit hat es nichts zu tun. Aber ich glaube, so ein bisschen was Neues könnte uns allen gut tun. Das mache ich damit einfach, weil ich gucke ja auch immer drauf. Aber ich habe auch ganz ehrlich gar keinen Bock mehr am Montag. Lieber ein bisschen später. Gut, protected, das Baby beschützt. Okay, das haben. Luke geholfen. Oh, haben es nicht gemacht. Okay. Okay. Nur 1,4% der Spieler sind mit Kenny mitgegangen. Lol. Das ist wenig. Aber ich stehe zur Entscheidung. Ich kann mir vorstellen, wieso. Aber egal, das kommt dann später. Gut, Leute, ein Fazit zum Game. Ich finde das Game ultra geil. Ich finde es cool gemacht und muss ja ganz ehrlich sagen, tolles Telltale-Spiel. Die Personenlänge finde ich eigentlich ganz angemessen. Hat ein gutes Tempo, das Spiel hingelegt. Nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam. Es hat ein gutes Tempo gehabt. Es ging halt, es war ein bisschen actionreich. Ich habe das Gefühl gehabt, es ging sehr, sehr viel schneller als Season 1. Aber es war ein gutes Tempo. Es war nicht zu schnell. Das, und auch nicht zu langsam. Es hat ein gutes Tempo gehabt. Auch letzte Episode war wieder geil. Gutes Tempo und war auch eine extrem geile Episode. Gut. Sie haben das sehr, sehr gut hinbekommen, zu sagen, was für ein Finale nehmen wir überhaupt, wenn wir ein 11-jähriges Kind als Hauptcharakter haben. Haben sie ein gutes Finale für genommen, weil das ist mit das beste Finale, was man hätte für dieses Spiel auch wählen können mit Kenny und Jane. Na gut. Das war ein ziemlich geiles Game, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir ja. Kann ich weiterempfehlen. Leider ist es in Englisch, leider nicht in Deutsch. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen stört, aber sonst ist es ein geiles Game. Als Produkt an sich ist ein gutes Spiel. Gut, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich lasse euch die Credits durchlaufen. Wir sehen uns in einem neuen Projekt wieder. Oder im laufenden Projekt, das wird dann God of War oder Far Cry 5. Oder Watch Dogs. Ich weiß nicht, wann was endet. Wir sehen uns. Bis dann. Und tschüss, haut rein. Danke fürs Dabeisein. Wir sehen uns im laufenden Projekt. Ah, nee, warte. Da kommt doch bestimmt jetzt noch dieses Ding, ne? Nee, kommt nicht. Okay, bis dann. Tschüss.
Tschüss und bis zum nächsten Let's Play. Haut rein.